Dies ist also die Natur des Menschen. Was immer dir vorenthalten wird, davon denkst du, das ist das Höchste. Was immer du auch nicht hast, sieht in diesem Moment so aus, als ob es das Höchste ist. Wenn du für 2 Tage nicht gegessen hast, wird Essen Gott sein, ja oder nein? Wenn du das nicht verstehst, schließe deinen Mund und halte deine Nase so für 2 Minuten. Wirst du um Luft oder um Gott bitten? Luft. Gott kommt und sagt, willst du mich oder Luft? Du wirst sagen, zur Hölle mit dir, ich will atmen. Denn was immer dir in diesem Augenblick vorenthalten wird, das nimmt, vergrößert sich so, dass es alles ausblendet. Oder mit anderen Worten, wenn du dich in irgendeinem Zustand von Zwanghaftigkeit befindest, siehst du nichts mehr so, wie es ist. Es wird übertrieben. Wenn deine Blase voll ist, 1 Minute, ich spreche über Erleuchtung, deine Blase ist sehr voll. Bist du interessiert? Ich will keine Erleuchtung. Im Moment fühlt sich der Gang zur Toilette wie die ultimative Befreiung an. Ja oder nein? Also bezogen auf ziemlich alles, wenn du dich in einem Zustand von Zwanghaftigkeit befindest, siehst du nichts so, wie es ist. Das Leben wird verzerrt, damit du denkst, das ist es in dem Moment. So geht das menschliche Leben von einem zwanghaften Zustand in einen anderen über. Dir selbst niemals diesen kleinen Raum erlaubend, in dem du die Dinge sehen könntest, wie sie sind. Wenn du nicht einmal das Leben so siehst, wie es ist, kannst du es dann so handhaben, wie es gehandhabt werden muss? So weit kommt es gar nicht, nicht wahr? Wenn du die Dinge nicht so siehst, wie sie sind, kannst du sie nie so handhaben, wie sie gehandhabt werden müssen. Aus diesem Grund sind in vielerlei Hinsicht individuelle Menschenleben und die ganzen Gesellschaften zu einer verzerrten Menschheit geworden. Wenn ich verzerrt sage, es ist normal, ich meine normal. Ich sprach mit einigen etwa 14, 15-jährigen Kindern in einer Schule. Und ich konnte das kaum glauben. Ich sprach mit etwa 11, 12 von ihnen, Jungen und Mädchen. Als sich etwas ergab und ich sie gerade fragte, was sie als nächstes tun werden, weil sie in der 10. Klasse oder so waren, sprachen sie nur darüber, eine Arbeit zu finden und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich konnte das nicht glauben. Weil ich mein ganzes Leben lang nie daran gedacht habe, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mein lieber Vater hat sich immer den Kopf darüber zerbrochen. Dieser Junge hat keine Angst in seinem Herzen. Was wird nur mit ihm geschehen? Was wird nur mit ihm geschehen? Ich sagte, keine Angst zu haben, ist ein Problem. Ich dachte, Angst ist ein Problem. Ich habe niemals gedacht, keine Angst zu haben, ist ein Problem. Entsprechend den göttlichen Geboten sollte ich also ein Arzt werden, weil mein Vater ein Arzt ist. Im Alter von 10 Jahren sagte ich ihm, nein, das ist eine Sache, die ich nicht sein werde. Ich werde kein Arzt sein. Aber jeden Tag versucht jemand, mich zu bearbeiten. Du musst ein Arzt werden, du musst ein Arzt werden. Du kennst die indische Familie, du musst ein Arzt werden. Wenn du nicht kannst, natürlich sind sie jetzt alle auf Software umgestiegen.
Ich war in Chicago gerade erst. Wisst ihr, vor 8 Tagen, erst vor 2 Tagen kam ich nach Indien. Also vor einer Woche, vor 8 Tagen war ich in Chicago und ein Inder kam und ich fragte, okay, was machst du? Was wohl, Sadhguru? Das heißt, er ist ein Software-Ingenieur. Es gab eine Zeit, wenn du sagtest, was wohl, dann warst du ein Arzt. Wenn du jetzt sagst, was wohl, heißt das, du bist ein Software-Ingenieur. Es ist nicht deswegen, weil sie sich phänomenal für die menschliche Physiologie interessierten, dass sie Ärzte wurden. Nicht, weil sie was mit Elektronik am Hut haben, wurden sie Software-Ingenieure, einfach um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ist es nicht wichtig? Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Ich sage nur, dass selbst eine Ameise, die ein Millionstel deines Gehirns besitzt, in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist dein Problem mit so einem großen Gehirn? Warum ich das sage, ist, diese Idee, diese schrecklich einschränkende Idee ist unseren Jugendlichen eingetrichtert worden, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen muss und dass das die größte Sache ist. Mit diesem großen Gehirn ist das Verdienen des Lebensunterhalts wirklich ein Problem auf diesem Planeten? Ich weiß, dass jeder konditioniert wurde, das zu glauben. Es ist nicht so, das sage ich dir. Es ist nicht so. Sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist für das menschliche Bewusstsein eine Kleinigkeit. Aber leider investiert die gesamte Menschheit all ihre Energien und Intelligenz darin, lediglich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn sich diese eine Sache in der Welt nicht ändert, dass ich sage nicht, man sollte nicht. Ich sage nur, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, muss nicht das gesamte menschliche Bewusstsein in Anspruch nehmen. Wenn du einen kleinen Finger arbeiten lässt, wird er den Lebensunterhalt verdienen. Er ist fähig. Dies ist fähig dazu. Alle menschliche Genialität wurde erstickt. Einfach, weil jeder denkt, wie den Lebensunterhalt verdienen, wie den Lebensunterhalt verdienen, weißt du? In dem Moment, in dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen können, werden sie sich hinsetzen und fett werden. Du musst es anschauen. Was kann ich tun mit diesem Leben, nicht wahr? Ja. Du musst es anschauen. Was ist die größte Sache, die ich mit diesem Leben tun kann? Denn eines Tages wirst du tot umfallen, weißt du das? Weißt du, dass du eines Tages tot umfallen wirst? Also bevor du stirbst, was immer die höchste Möglichkeit für dieses Leben ist, sollte geschehen, nicht wahr? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Dies ist ein großer Stolz. Warum siehst du nicht, dass jedes Insekt, jeder Wurm, jeder Vogel, jedes Tier, jedes Geschöpf auf diesem Planeten seinen Lebensunterhalt verdient? Was ist das für ein... Was ist da, worüber man so stolz sein kann? Ich verdiene meinen eigenen Lebensunterhalt. Jeder verdient seinen eigenen Lebensunterhalt, oder? Nur die Menschen machen ein großes Thema daraus. Ein zu großes Thema. Wenn ich mir ansehe, wie die menschliche Intelligenz auf dem Altar des Broterwerbs geopfert wurde, es ist unglaublich. Wie viele Dinge hätten die Menschen tun können? Wie viele unglaubliche Dinge hätten sie tun können, aber stattdessen verdienen sie ihren Lebensunterhalt? Es ist also sehr, sehr wichtig. Ich überlege gerade, wir sollten eine Welle auslösen, vor allem in den Schulen und Hochschulen, dass den Lebensunterhalt zu verdienen ist eine verdammt kleine Sache. Es ist nicht die Blüte deines Lebens. Mit einem kleinen Finger kannst du einen Lebensunterhalt verdienen. Mit diesem großen Gehirn, wenn eine Ameise ihren Lebensunterhalt verdienen kann, sollte sich dieses große Gehirn schwer tun, den Lebensunterhalt zu verdienen? Das ist zu einem Problem geworden, weil du wie jemand anderes sein willst. Ist es nicht so? Du willst wie jemand anderes sein. Das versklavt dich. Und wenn man einmal in diesem Rad ist, ist nichts anderes mehr möglich. Es hält dich am Laufen, am Laufen, am Laufen, endlos. Nun, diese Möglichkeit
dieser einfachen Sache, die Yoga genannt wird, bei der es nicht darum geht, deinen Körper zu verdrehen, bei der es nicht darum geht, fit zu werden, nicht darum geht, gesund zu werden, dass all diese Dinge wird die Natur für dich tun, wenn du nur im Einklang mit ihr lebst. Hier geht es darum, die Geometrie des Kosmos durch die Geometrie deines eigenen Systems zu verstehen. Ich nenne das eine Geometrie, weil der Kosmos eine Geometrie ist, nicht wahr? Der Planet Erde dreht sich um die Sonne. Was ist es? Ein Dieselantrieb? Glaubst du, ein großer Dieselmotor treibt sie an? Wenn es so wäre, hätte uns das Dröhnen dieses Motors umgebracht. Allein die Perfektion der Geometrie läuft und läuft und läuft einfach, nicht wahr? Hast du diese Perpetuum mobiles gesehen? Hast du diese kleinen gesehen? Wenn man nur so macht, läuft es jahrelang. Das ist genau so. Es ist eine Perfektion von Geometrie, die es am Laufen hält, am Laufen und Laufen. Das gesamte Universum ist geometrisch perfekt, deshalb bleibt es da. Sonst würde es das nicht. Und wenn du lernst, deinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise zu halten, wenn die Geometrie deines Körpers mit der Geometrie der übrigen Schöpfung übereinstimmt, plötzlich wirst du feststellen, dass es eine Übereinstimmung gibt. Eine Übereinstimmung, die es dir erlaubt, dass du den ganzen Kosmos in diesen einen herunterladen kannst. Das ist keine winzige, kleine... Wenn du einfach so, wenn du lebst, bist du nur ein Stück Fleisch und Knochen. Wenn du es nur richtig einstellst, ist das plötzlich etwas anderes. Wahrscheinlich habt ihr diese Erfahrung heutzutage nicht mehr, weil ihr alle das Tata Sky, Dishnet und all das Zeug habt. Aber angenommen, du hättest in den 80er Jahren, als der Doordarshan zum ersten Mal kam, einen Fernseher in deinem Haus gehabt. Du siehst dein Lieblings-Cricket-Spiel, plötzlich war dein Fernseher bup, bup, bup. Dann kletterst du auf die Terrasse und da steht ein Aluminiumgestell. Wenn du es so machst, kommt nichts. Wenn du es so machst, kommt nichts. Du bringst es einfach in die richtige Stellung. Ah, die Welt strömt in dein Wohnzimmer. Das ist genauso. Wenn du lernst, ihn einfach richtig zu halten, wird der ganze Kosmos in dich einströmen. Das ist also, sich selbst zu gestalten, bedeutet nicht, sich selbst zu gestalten, um ein wenig besser zu atmen, um ein wenig gesünder zu sein. Nein, hier geht es darum, das volle Potenzial zu erkennen, was es bedeutet, Mensch zu sein.